60 bekommt man irgendwie aus einem einzigen. Item Conduits. Whitelist Industrial Hemp. Wir hätten im Nether vielleicht schauen sollen, ob wir Pigment Iron finden können. Dann kriegen wir euch direkt Steel raus. Huh? Ach, scheiße. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ist ja Quatsch. So, ich hatte eben den Filter falsch definiert. Und der hat alles weggeschmissen. Na gut, was soll's. Man macht ja schon mal Fehler, ne? Nein. Der Pulverizer ist mir nicht schnell genug. Ich brauche noch einen Stil. Pulverizer ist mir nicht schnell genug. Dann grade ihn doch ab, Mann. Ich werde den Output jetzt auf Rot setzen, dass er den zweiten Output nicht automatisch in den Furnace schmeißt, weil das Quatsch ist. Mach, was du willst. Das werde ich woanders hinführen. Macht ja nichts aus. Den Output mache ich nämlich unten, den gelben, und dann führe ich den in eine Chest. Großartig. Hast du noch Item Ducts übrig oder brauchtest du alle? Ich habe noch welche. Ich habe nur Item Conduits. Ja, ist ja richtig. Ist irgendwo was frei? Ja, hier. Das ist unglaublich. Da. Sehr schön. Ich brauche die aber gleich auch wieder, ne? Ja. Ich hoffe, ich brauche nicht viele. Wie mache ich denn das? Ich glaube, ich mache das so. Jawohl. So. Ich mache das einfach. So. Und so. Dann hoppala. Warum habe ich noch Bauxit? Und Iron Ore. Oh, ich habe ja noch Iron Ore. Aber nur 4 Stück, bevor du dich beschwerst. Grün. Okay, always active. Always I wanna be with you. Was? Nichts. Was? Manchmal ist schon gruselig, was du sagst. Nein. Doch, irgendwie schon. Genauso wie ich es eben gesagt habe. Nein. Okay, nicht manchmal, sondern immer. Ich wollte eigentlich gar nicht pennen, ich habe außerdem auf das Bett geklickt. Scheiße. So schnell kann es gehen. Ich wollte das nicht, ich bin unschuldig. Und schon bin ich bei dir im Bett, ey. So, gut. Der zweite Output wird jetzt wieder zurück in die Chest gehen, anstatt den Furnace zu verstopfen. Aber die Chest ist voll. Und der Furnace ist zu langsam. Glenver, wir brauchen Speed-Upgrades. Und wir brauchen mehr Chests. Wieso brauchst du denn hier schon wieder Speed? Weil der Furnace zu langsam ist. Warte, ich stelle Iron Chests her. Das ist ja eine Krankheit hier. Wo ist das ganze Iron? Da ist noch ein ganzer Stack drin. Ah nein, ich brauch doch 2. So. Chest Upgrade. Zum Beispiel für die da. Und für die. Das ist zum Kotzen. Und für die. Und für, keine Ahnung, die. Für Glasty. Für Glasty, für Sparta. So, das kommt jetzt alles wieder rein. Das will ich haben. Und das kann rein. So, jetzt haben wir wieder mehr Platz. In manchen Chests. Mehr Platz. Mehr Platz für alle. Das ist das Glasty-Wahlmotto. Mehr Platz für alle. So, gut. Brauchen wir eigentlich noch einen extra Zugang für die Smelting Factory? Dass wir irgendwie eine Chest haben, in das wir packen, was geschmolzen werden soll? Ach so, ja, können wir, müssen wir nicht. Ist nicht unbedingt nötig, wa? Ich denke nicht. Also haben wir noch Stromkabel? Das wäre sehr einfach zu realisieren. Ich habe keine. Ah doch, naja gut, naja, nee. Basic Universal Cable haben wir. Im Notfall kannst du auch das nehmen. Es ist nur eine Maschine. Wir müssen was haben, ich hatte dir alles gegeben. Das hast du im Inventar. Ich habe kein Stromkabel. Ich hatte dir alles gegeben, was wir... Ach nee, hatte ich nicht. Stromkabel nicht. Hast du nicht. Aber ich hatte vorhin gesehen, dass ich Conductive Iron hergestellt habe. Hier sind 3 Conductive Iron drin. Dann kannst du selber welche herstellen. Da in der Metallchest. Da ist sogar Conduit Binder drin. War das jetzt zu schnell für dich? Ich weiß, guck gerade, in welche Metallchest du meinst. Nein, der, wo unsere Metalle drin sind. Guck mal, hier sind 8 Energy Conduits, schon fertig. Bitte sehr. Mehr haben wir aktuell nicht.
Hatten der immer noch vollen... Hä? Oh. Hä, das ist ja verwirrt. Okay. Ich bin auch gerade verwirrt. Enderium, wie stelle ich denn das hier? Du hast doch gerade gesagt, das ist hier eine Eisenchest. Ich finde das nicht. Ja, ich habe es doch rausgenommen und die Energy Conduits zugeworfen. Habe ich doch auch gesagt. Ach, Energy Conduits. Ich suche die ganze Zeit nach dem Teil. Nach dem Iron. Nein, das hab ich dann zusammengecraftet, weil du es nicht gefunden hast. Und dann habe ich es dir zugeschmissen. Oh, er schmeißt mir jetzt nicht mehr seine Höschen zu, sondern seine Item. Ja, Flux Tools abgeschlossen. Jetpacks. Jetpacks zu craften ist ein Krampf, Mann. Vor allem, wenn man zwei macht. Aber ich werde dir nur eins machen. Also ich werde mir eins machen. Da musst du zusehen, wo du bleibst. Das kannst du alleine. Nicht wahr? Ich musste dir auch keine Werkzeuge craften. Kannst du auch alleine. Du bist ja schon groß. So, jetzt kommt die Sache. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt Input und Output hier ist. Warte mal, grün war der Energy Input. Und war blau. Ich weiß es nicht mehr. Cypher Copper. Das siehst du. Das siehst du an dem Interface. Der Tank hat doch eine Farbe. Und die anderen Slots auch. Danach kannst du nach der Farbe gehen. Ah ja. Das ist wie Thermal Expansion. Jetzt habe ich nur ein Problem. Sulfur. Redstone. Ja, bitte? Ich muss ja unten den Stromanschluss machen. Ja. Huch, wie führe ich dann das Wasser dahin? Das ist gerade mein Gedanke. Na, von der anderen Seite. Geht ja nicht. Ich habe ihn direkt vor den Reaktor gestellt. Da muss ich ihn woanders, also muss ich ein bisschen anders hinstellen. Hm, möglich. Mehr Kupfer. Wo ist unser ganzes Kupfer hin? Haben wir keinen Kupfer mehr? Ha, na Donnerwetter. Da, wie viel Iron, das ist ja nicht wahr. Die Smeltery kommt gar nicht hinterher. Jetzt muss ich wieder mal unterbrechen, was ich gerade tue, und Speed Upgrade bauen. Speed Upgrade von Mechanism. Okay, das ist einfach genug. Osmium. Die Speed Upgrades können wir übrigens stapeln. Wir können, glaube ich, bis zu 8 Speed Upgrades in eine Maschine reinsetzen. Glaube ich. Ich bin gar konzentriert, tut mir leid. Ja, darf mir ja nichts sagen. Nee, ich kann gerade nichts sagen. Ach scheiße, ich hab's falsch gemacht. Zwei war Basic ja Control Circuits, wenn du welche brauchst. Ich wollte Nein. Enriched Alloys. Oh Gott. So, so. So. Eins. Und zwei. Und dann ist unser Furnace schneller. Ich weiß nicht, um wie viel schneller. Um einiges. Ja, das ist jetzt genauso ungenau, wie wenn ich sage, ich weiß es nicht. Das bringt nicht mehr. So. Upgrades. Speed. Nein. Okay. Ein Speed Upgrade. Merke ich was davon? Ja, schon ein bisschen. Merkt man ein bisschen. Ich will mehr. Ich will mehr, das genügt mir nicht. Man wird irgendwann süchtig danach. Ich will mehr Speed, das reicht mir nicht. Das ist so der Gedanke dahinter. Man will einfach immer mehr. Ja. Das kommt dann von alleine, was man macht. Man gewöhnt sich zu schnell an das. Ja. Man will einfach mehr Komfort haben. Das ist der eigene Drang nach Verbesserung und Optimierung und sowas. Warum riecht der eigentlich auf einmal so übertrieben nach Deo? Irgendeiner hat sich direkt auf dem Parkplatz vor meinem Zimmer mies eingenebelt. Was war das Info? Ich weiß nicht, was los ist. Alter, richtige Deo-Wolke kommt hier rein. Ich habe ein Problem. Ja, bitte. Ja, ich höre. Die Wasserleitung verschließt sich hier nicht an. Du brauchst nicht cheaten, ich bin hier um die Ecke. Nein, ich... Was hab ich jetzt gemacht?
So, da hat sie sich angeschlossen. Nein, hier. Da? Ja. Das ist das Problem, in der einen Pipe ist was drin, in der anderen nicht. Die verbinden sich nicht, um zu verhindern, dass es aus Versehen ist, weißt du? Wenn du zwei nebeneinander laufen lässt. Du brauchst eine Jeta-Wrench, damit du die verbinden kannst. Mit Y. Ich mach's lieber so. Ich hab den Block jetzt einfach abgebaut. Ja, das kannst du natürlich auch machen, ja. Das ist, weil die halt verschiedene Flüssigkeiten haben. So. Aber der füllt sich nicht. Achso, nee, hast du ja auch noch nicht konfiguriert. Gut, bist noch dabei. Ich verstehe. Aber eine Jeta-Wrench ist wirklich sehr hilfreich. Die werden wir früher oder später einfach bauen, weil es bequem ist. Ach, jetzt geht's natürlich nicht mehr. Würde ich mal behaupten, zumindest. So, zwei weitere Copper Gears. Was brauche ich noch? Noch zwei weitere Copper Gears. Gibt's ja gar nicht. Ganz schön Copper Gear hungrig, so ein Jetpack. Ah, das Piepen ist weg. Nein, das Video ist kaputt. Und ich sterbe gleich, weil ich habe Hunger. Okay. Du kannst aus einem Gold-Ingot bestimmt 20 Steaks machen, wenn du willst. Aber nein, das machen wir nicht. Wieso? Wir haben doch nur guckt Matten. Ja, naja, muss man ja nur zugreifen. Oh, ich habe fast das Zombiehirn gegessen. Wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Nicht so schlimm. So, Steam Dynamo. Redstone Transmission Coil. Ich bin der Dynamo. Dynamite. Nein, der ist Dynamo. Wer? Aus Running Man. Aus Running Man? Ja, mit Schwarzenegger. Ja, ich weiß, was Running Man ist, aber es ist lange her, dass ich ihn geguckt habe. Deshalb kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Der ist auch schon alt, der Film, aber der ist geil. Ja, ja, das ist durchaus wahr. Das war einer der besseren Arnie-Filme. Ich bin ja nach wie vor ein großer Total Recall-Fan. Ach so. Das ist mein Lieblings-Arnold Schwarzenegger. Bin immer noch unzufrieden. Ja, Dings, der war auch cool. Und der hat noch ein paar coole Sachen gemacht. Ja, ja, natürlich. Also jetzt abseits von Turn im True Lies fand ich auch ganz gut. Was hat er noch gemacht? Okay, über den Kindergartenkorb kann man sich streiten. Das war jetzt nicht mein Film, aber... Ja, das ist, naja, gut. Das ist halt... Aber es gab doch auch eins, auch mit einem Jungen. Ich wusste es. Terminator 2 wahrscheinlich. Nee, ich weiß, was du meinst. Nein. Last Action Hero meinst du. Genau. Der war tatsächlich ziemlich cool. Den fand ich gut. Der hat irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht. Mhm. So, Leadstone Jetpack. Werde ich sofort upgraden auf harden Jetpack, weil mir das zu schwach ist. Das dauert sonst ewig. Das ist mir zu schwach. Ja, das ist... Das hat so wenig Strom denn in sich, da hat man kaum was von. So. Und guck mal, das Leadstone Jetpack hält 25.000 Redstone Flux und das nur eine Stufe drüber hält schon 400.000. Der hält schon das 20-fache. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. So. Invar brauche ich dafür. Ach, scheiße, hat mir Invar. Aber eine Frage habe ich beim Konfigurieren noch. Kannst du mir da helfen? Ja, ich bin da. Huch. Und zwar... Das war voll gruselig. Entschuldigung. Ich bin gerade den Metalogic Infuser hochgestiegen und wollte durch die Tür laufen und hatte plötzlich dein Gesicht fullscreen in der Fresse. So, ja, zack. Das kenne ich jeden Morgen. Gruselig, Mann. Ja, bitte. Und zwar hast du ja 5 Ausgänge. Einer wird wahrscheinlich für das Hintertürchen sein. Ist das der ganz unten rechts? Nee, das ist der... Ja, doch. Ganz hinten rechts. Ganz unten rechts, ja. Der ist für hinten, ne? Also für die Rückseite. Ja, den würde ich. Sonst macht das ja keinen Sinn, ja, ne? Na, stell den mal um, bis der sich mit Wasser füllt. Genau, da ist er. Blau. Gut. Wunderbar. Ja, wie ein aufgeklappter Würfel. Die Rückseite ist immer ein bisschen knifflig. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist bei Thermal Expansion. Ja, ist auch rechts unten. Ja, da der Pulverizer und so anders auch. Außer bei Mechanism, da ist es links unten und nicht rechts unten. Warum auch immer. Aber eine Mod muss es halt anders machen als alle anderen. Scheiß auf Standards. Ja. Wir sind Microsoft, scheißen auf Standards. Also es gibt einige Mods, die auf Standards scheißen und das regt mich ziemlich auf. Unter anderem Galacticraft, was sehr schade ist, weil die Mod cool ist.
Aber deren Maschinen, das wirst du jetzt eher verstehen, warum das ein großes Ärgernis ist als früher, die akzeptieren ihren Strom ausschließlich von der linken Seite. Warum auch immer. Ja. Und du hast dann praktisch deine Maschinen und das Kabel geht immer links rein und dann in den Boden oder zur Decke und zwischen jeder Maschine ist ein Block frei, wegen dem Kabel. Oh Mann. Das ist total rückständig. Und selbst in den neuen Versionen ist es immer noch so. Das ist dumm einfach, das macht keinen Sinn.